Selbstständigkeit in 60 Sekunden, heute mit Jumana von Daily Dose of Baking. Was machst du mit Daily Dose of Baking? Ich habe ein mobiles Kuchencafé und im Prinzip auch ein Frühstückscafé. Und damit stehe ich auf Wochenmärkten und auf verschiedenen Events und verkaufe da Kaffee, Kuchen, richtig gute Stullen und lebe einfach meine Kreativität aus. Wie geil. Wie bist du dazu gekommen? Oh, ich habe einfach schon super gerne immer gebacken. Und im Studium, ich bin eigentlich Grundschullehrerin, habe ich das verfeinert und habe dann einfach immer mehr Kuchen gebacken, das an Leute gegeben. Und ich habe gemerkt, dass ich das eigentlich beruflich machen will. Und ja, habe das dann neben dem Schulalltag schon angefangen, so ein bisschen meine Idee zu konkretisieren. Und eigentlich wollte ich immer ein eigenes Café haben. Konnte mich dann aber nicht so richtig festlegen, wo und wie das aussehen soll. Und dann bin ich auf die Idee des Kuchentrucks gekommen. Und genau. Und wie hast du denn ganz konkret angefangen? Also eigentlich war ich noch auf einer langen Reise und war in meinem Campervan unterwegs, bevor ich richtig gestartet bin. Und habe aus dem Bus heraus tatsächlich Kuchen auf einem Gasofen gebacken und habe dann an verschiedene Surfer Kuchen verteilt. Und das kam ganz gut an. Und dann dachte ich so, okay, wäre vielleicht eine Idee für Hamburg. Und dann bin ich zurückgekommen, war noch in der Schule und habe dann nebenbei mir einen leeren Lieferwagen gekauft. Und bin dann gestartet dieses Jahr. Cool. Und wie hast du das dann, also du hast dann den Lieferwagen gemacht und dann hast du entschieden, auf Wochenmärkte zu gehen oder auf Events? Oder wie bist du das konkret dann weitergegangen? Im Prinzip, alle sagen ja immer, hab einen konkreten Businessplan. Ich habe mir auch einen geschrieben, aber ich bin komplett von meinem Businessplan abgewichen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich tatsächlich spontan, meine spontanen Ideen irgendwie am besten waren. Und dann hatte ich den Wagen und habe mich dann erst so richtig darum gekümmert, was mache ich mit diesem Wagen. Und dann bin ich einfach auf dem Isemarkt und auf dem Goldbeek-Ufer gestartet, habe dort eine Anfrage geschickt und bin einfach random, nachdem ich alles Bürokratische geklärt habe, dort im März dort angefangen und habe einfach angefangen. Ja. Und dann sind die Leute gekommen, haben ausprobiert? Tatsächlich. Also es ist wirklich direkt von 0 auf 100. Die Anfrage war direkt total groß. Ich konnte gar nicht so viel backen. Also ich hatte mir so ein bisschen vorgestellt, wie viel muss ich backen, wie viel muss ich produzieren, um die Dinge wirklich verkaufen zu können. Aber ich habe das völlig unterschätzt und habe dann quasi einfach gelernt, während ich einfach schon gemacht habe so, und habe dann angepasst. Ist mega cool. Und dann, wie war das denn so? Also war gleich der erste Tag dann ausverkauft, oder? Der erste Tag war ein Donnerstag. Das war so ein bisschen so ein Unlearning und es war noch ein bisschen ruhiger. Und der zweite Tag war ein Freitag direkt auf dem Isemarkt. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich ausverkauft war. Und ich hatte am nächsten Tag aber auch wieder einen Wochenmarkt und ich hatte keine Produkte mehr. Und bin dann direkt wieder in die Produktionsküche gefahren und habe wieder produziert. Ich war unfassbar fertig nach dem Wochenende. Natürlich extrem glücklich, wusste aber nicht, wie ich das in der nächsten Zeit, in der nächsten Woche weitermachen sollen. Und habe dann natürlich dazugelernt. Cool. Und dann, also, das muss ja ein total cooles Gefühl gewesen sein, oder? Ja, total. Das hat mich schon stolz gemacht. Aber am Anfang hat man gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, was passiert. Sondern man versucht einfach nur, ich würde sagen, abzuliefern, die Dinge da zu haben und ja auch eine gewisse Beständigkeit an guten Produkten zu haben. Weil es bringt ja nichts, wenn es einmal gut ist, eine Woche, und in der nächsten Woche du wieder weniger Kuchen oder eine kleinere Auswahl hast. Und ja, damit verbringe ich gerade so die ganze Zeit eigentlich. Und das hast du aber nebenbei alles zu deinem normalen Job gemacht? Genau, ich habe angefangen, also ich habe noch in der Schule gearbeitet und habe nebenbei das gemacht, bin dann in der Schule ein bisschen runtergegangen und habe dann gemerkt, dass ich das beides nicht mehr parallel schaffe und habe dann aufgehört in der Schule und bin jetzt komplett in dem Wochenmarkt-Business tätig. Und wie fühlt sich dieser Sprung an, quasi das aufzugeben oder erstmal zumindest zu pausieren? Oh, gar nicht so wild tatsächlich. Also ich bin super anpassungsfähig und ich kann mir tatsächlich vorstellen, irgendwann wieder in der Schule zu arbeiten. Aber jetzt gerade genieße ich das in vollen Zügen, dass ich wirklich das machen kann, was ich vom Herzen immer machen wollte. Und ich gucke gerne auf die Schule zurück, aber ich bin umso glücklicher, dass ich genau gerade das mache, was ich mache. Das klingt mega. Und hast du Angst gehabt vor der finanziellen, von den finanziellen Verpflichtungen? Oder warst du dir schon sicher, dass das läuft? Das kriege ich gut. Nee, ich war mir nicht so richtig sicher. Ehrlich gesagt bin ich so ein Typ, ich mache einfach und gucke dann, was passiert. Letztendlich konnte ich ja immer wieder zurück in die Schule und kann ich immer noch. Aber ich bin ja wirklich davon überzeugt, dass wenn du was liebst, es klingt jetzt so pathetisch, aber ich glaube, es ist so, dass es dann funktioniert. Und bei mir funktioniert es gerade ganz gut. Und ich glaube, es liegt wirklich daran, weil ich 100% mein ganzes Herz in mein Projekt stecke. Und Das fühlt man richtig. Das ist total cool. Und ich kann das nur, also ich sehe das immer wieder und sehe es auch so, wenn man es will. Und dann gibt es meistens auch einfach einen Weg dahin. Und es gibt keinen Moment, wo du den Schritt bereut hast. Das höre ich zumindest raus. Absolut nicht. Manchmal bin ich überfordert. Ich bin oft überfordert mit
all dem, was dazugehört. Das ist ja nicht nur das Backen selber, sondern wirklich alles drumherum, die Organisation, das Einkaufen, der Schritt darüber, Mitarbeiter einzustellen. Es ist eine ganz andere Verantwortung, als, ich sag mal, einfach nur Lehrerin zu sein, was natürlich auch super komplex ist. Aber ich finde es richtig cool. Ich wachse noch mal auf ganz anderen Ebenen und finde ich, also ich bereue das gar nicht. Wo geht's denn für dich hin? Jetzt im mit meinem Truck quasi. Also ich werde definitiv weitermachen auf dem Wochenmarkt. Ich werde mich nächstes Jahr noch mehr auf Events spezialisieren und dazu werde ich noch ein kleines Catering-Unternehmen gründen, damit man mich mit meinem Kuchentruck auch noch buchen kann. Mega cool. Das klingt wie ein super Plan nach vorne. Was gab es auf dem Weg auch Lowlights? Also irgendwas, was super schwer war oder wo du dachtest so, boah, ich weiß jetzt echt nicht so richtig weiter? Ich würde sagen, der Fakt, dass auf einigen Wochenmärkten das nicht immer möglich ist zu verkaufen, dass nicht immer genug Platz gibt und wenn man dann so einen Tag vorbereitet hat und man mit den ganzen Produkten zum Markt fährt und dann morgens nach Hause fahren muss, man ist unfassbar enttäuscht, weil natürlich ist so viel Liebe steckt da drin, man hat so viel gebacken und man hat dann diese ganzen Produkte und klar, ich verteile an Freunde und Nachbarn, ich spende was, aber trotzdem ist es ja Geld, Zeit und es ist einfach viel Arbeit. Und das ist so ein bisschen das, was manchmal so ein bisschen enttäuschend ist. Aber ansonsten... Und so beim Unternehmensaufbau an sich, so dass das alles funktioniert, irgendwas, was schwieriger war als gedacht? Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Umfeld, so, die vieles auffangen können, was ich dann nicht habe. Was mir schwer gefallen ist, um Hilfe zu bitten am Anfang. Weil ich bin ein Typ, ich bin super autonom, habe ganz viel alleine gemacht zu Beginn und habe gemerkt, dass ich ganz alleine wirklich nicht weiterkomme. Und das ist so ein bisschen das, was ich gelernt habe, aber was ich auch noch lernen muss, dass ich frühzeitig frage, bevor ich wirklich mit einer Sache überfordert bin, einfach mal nach Hilfe zu fragen. Und dann, ja, wie ist denn dann die Reaktion, wenn du fragst? Also durchweg positiv. Also sei es Freunde, die einfach auch mal Bock haben, mitzuverkaufen und zu sagen, ich spring mal eben ein, dein Mitarbeiter ist abgesprungen, ich helfe mal mit oder ich helfe dir beim Aufräumen, ich helfe dir beim Einkauf. Also wirklich auch simple Dinge, die haben Bock, Teil dessen zu sein, weil die alle wirklich hinter mir und meinem Projekt stehen und sehen, dass mich das glücklich macht und ja. Du hast auch gesagt, dass du manchmal überfordert bist. Wie drückt sich das aus und was machst du dann dagegen? Ich glaube, ich arbeite noch mehr, wenn ich überfordert bin. Ich kenne keine Pausen, das ist das. Also ich arbeite immer weiter, versuche, alles in den Griff zu kriegen und bin dann in so einem Tunnel und merke dann am Ende vielleicht irgendwann mal, ich kann nicht mehr, ich muss vielleicht auch mal schlafen. Und ich glaube, ich bin jetzt so ein bisschen, habe da so ein bisschen mehr Awareness bekommen, dass ich frühzeitig merke, okay, genau dieses einfach mal nach Hilfe fragen, vielleicht doch mal eine Stunde länger schlafen. Also es ist wirklich ein Business, was auch viel nachts stattfindet. Also ich schlafe an gewissen Tagen wirklich nur 3 Stunden die Nacht. Und ja, die Zündschnur ist dann am 4. Tag bei 3 Stunden Schlaf nicht mehr ganz so lang. Oh ja, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Ja. cool. Was würdest du den anderen Menschen mit an die Hand geben wollen, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Also ich würde sagen, einfach machen, loslegen, das Ziel im Auge behalten. Und natürlich sich unterschiedliche Meinungen einzuhören, die schärfsten Kritiker auch zu fragen. Also dazu gehören für mich persönlich war es meine Familie, Freunde, mein Freund, die immer wieder eine andere Perspektive drauf gebracht haben. Aber wenn man dann immer wieder sagen kann, nein, ich möchte das aus diesen und diesen Gründen machen, das ist mein Traum. Ich glaube, dann sollte man das einfach machen und ausprobieren. Letztendlich, hätte es bereut, hätte ich das nicht ausprobiert, weil ich seit Jahren darüber nachgedacht habe. Und irgendwann war der Punkt, wo ich einfach es gemacht habe und gewagt habe. Mega cool. Und was schätzt du an diesem Selbstständigsein ganz besonders? Oh, dass ich alles selbst organisieren kann. Ich bin schon immer so ein Typ, auch im Studium. Ich habe es geliebt, mich selbst zu organisieren, selbst zu planen und auch kreativ zu sein, extrem kreativ zu sein und auch das, was man selber schafft, also diese Wertschätzung, ich habe immer das Gefühl, das, was ich an Arbeit reinstecke, das kommt zumindest gerade, die Wertschätzung kommt zurück. Also irgendwie passt das immer noch von so Output, Input und genau, ja. Sehr cool. Und wenn man sich selbstständig macht, du hast es ja auch schon erzählt, wenn du zum Markt gefahren bist, dann bist du irgendwie enttäuscht, wenn du keinen Platz bekommst, ja? Wie gehst du dann mental damit um, dass du sagst so, ah, es geht schon irgendwie, das gehört dazu oder... Oh, erstmal, glaube ich, bin ich total enttäuscht und reagiere vielleicht auch erstmal wie so ein kleines Kind. Ich bin nicht trotz, ich bin wirklich wahnsinnig traurig und muss dann erstmal runterkommen. Was mir aber enorm hilft, ist das Umfeld der anderen Leute, die auch auf dem Markt verkaufen. Wir sitzen alle in einem Boot und es hat sich jetzt im Laufe der Zeit, seitdem ich dabei bin, es haben sich Freundschaften entwickelt. Leute, die sagen,
wirklich weitermachen. Beim nächsten Mal bist du wieder dabei, dir ermutigen. Und ich muss sagen, das hilft einem total. Also ich habe dann so 2 Stunden und dann sprudeln schon die Nachrichten auf meinem Instagram-Account rein. So, beim nächsten Mal klappt das, wir vermissen dich hier. Und dann denke ich so, ja klar, nächste Woche geht es wieder. Und es ist schon eine coole Szene in Hamburg, muss ich sagen. Ja, cool. Alles klar. Dann herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.